Hey, Schussler, willkommen zurück zu Let's Play Spider-Man. Ich bin der Typ, der den Besenmann hier kloppt, weil er denkt, er ist toll mit seinen dummen Flatterzeugs. Olle Spinner. Haut der schon wieder? Er haut schon wieder ab. Was für ein böser Mann. Dich kick ich. Pass auf. Dropkick. Shit. Mein Dropkick funktioniert nicht. Mann. Neue Leute zum Spielen? Nee. Hab ich voll was gegen. Finde ich mega uncool. Jui. Nein, weg von der Wand. Hat er gerade einfach nur gesagt, hau ich einfach weg? Irgendwas wollte er einfach weghauen. Okay. Ich meine, gut, dass dieses Netz auch Menschenbrücken halten kann. Hat er gerade gesagt, verarschst du mich? Ich kletter hier mal hoch, ne? Hope you don't mind. Ach, hier ist nichts. Okay. Was hat das Kind jetzt damit zu tun? Was hat das Kind jetzt damit zu tun? Vor allem, wie kann ich es hören? Wir sind hier zig Meter in der Luft. Komm her, du Spacken! Klopp die Scheiße aus dir raus! Du laberst! Willst du jetzt kämpfen oder abhauen? Entscheide dich mal. Weil es Spaß macht. Und ich meine, immerhin sind wir jetzt mal da, wo der Film tatsächlich wäre. Außer, dass es im Film ein bisschen anders war. Im Film sind sie nicht durch die Gegend geflogen wie Spinner und haben versucht, sich gegenseitig zu treten wie Kinder aus dem Sandkasten. Und komm her. Yes. Zack. Zack. Nerv. 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 Was für ein Kinderkram. Ich glaube, ich wechsle den Spielplatz. Ich muss das hier beenden, bevor jemand verletzt wird. Die Cutscene war übrigens gerade sehr schön, weil man gesehen hatte, er schwingt quasi in der Luft. Also da muss man wirklich sagen, der zweite Teil, der ist da um einiges besser. Ich bin auch schon am Überlegen, ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, sofern man sie momentan richtig lesen kann. Danke Google Plus. Ob ihr Interesse hättet an dem Let's Play für Spider-Man 2, also hier dem, ja, dem Nachfolger quasi zu dem Spiel hier. Wäre nämlich nicht schlecht, wenn ich das wissen würde. Aber allgemein, Kommentare ist immer das mit das Schönste. Nee. In Kameraverfolgungsmodus hältst du Kobold im Sichtfeld. Ich glaube, jetzt muss ich sogar richtig gegen ihn kämpfen. Also nicht nur in der Luft versuchen, sich gegenseitig zu treten, sondern ihr wisst schon. Tatsächlich etwas Vernünftiges. Ja. Hast du nicht in einem der Godzilla-Filme mitgespielt? Du bist nicht Godzilla? Ernsthaft, das Ganze hat hier ein Limit, die Welt, unsichtbare Wand, die mich zurückgehen lässt. Alter, hat der viel Schild, sag ich mal. Wosch, woi, woi. Ey, Crash, gib dir. Alter, ich kick ihn nur noch. Kotz dir aus! Bleib stehen, du Arsch! Ich geb dir! Chuck Norris Kick! Hallo! Hallo! Du Brokkoli-Kern! Dir gebe ich! Dauert ja nur Stunden, bis dein scheiß Schild mal unten ist!
Gottchen. So. Dass sie gegeneinander einsprechen, das ist auch irgendwo faszinierend, finde ich. Also. Ich kann nichts sehen. Ich weiß hier irgendwo... Ja, ich glaube, die nehme ich mal lieber mit. Sicher, sicher. Ja, das war fair. Ach, guck mal, eine neue Fähigkeit. Wow. Er hat mich einfach gedingst. Ja. Ja. Hallo? Alter. Willst du mich verarschen? Ich kann dem gar nichts anhaben. What the fuck? Ja, das ist richtig. Einfach hoffen, dass ich gewinne, oder was? Ja, ich kann irgendwo nicht viel tun. Ja, seine Grabs sind irgendwo ziemlich OP. Und er hat mich einfach geknuddelt. Er hat mich gerade tot geknuddelt. Gut, also Sprungangriffe können wir schon mal knicken. Und da wir jetzt höchstwahrscheinlich sehr stark im Faustkampf, sei vorsichtig, wenn du gegen ihn kämpfst. Wie wär's mal, wenn wir diesen Platz hier nutzen, um Tipps aufzuschreiben, die tatsächlich etwas bringen? Däh! Jesus. Wenn mich was aufregt, ne, dann sowas. Yay, wir dürfen diesen spaßigen Part nochmal machen. Weil das war ja so witzig, wie wir... Wisst ihr noch, die Zeit, wo wir das getan haben und das hier... Und das 30 Mal, weil sein Leiter 10 Milliarden Health hat. Mehr als er. Ich hab eine Idee. Ich weiß, was ich... Es wäre schön, wenn er sich nicht immer out of bounds begeben würde und ich tatsächlich gegen ihn kämpfen könnte. Das wäre nice. Halt die Fresse, Spacko. Kotz dir aus. Ich find's auch geil, wie da ein Activision-Gebäude einfach ist. So nach dem Motto, ja guck mal, wir haben das Spiel gemacht. Toll, oder? Wir sind da stolz, sind wir? Ich weiß nicht, einige sind stolz drauf. Also, ich eigentlich nicht. Ich bin der Meinung, wir hätten da noch so viel, ihr wisst schon. Weißt du, so, ne? Ja, wenn er da raus darf, möchte ich da auch raus. So schaut's aus. Wo... Ja. Komm her. Spinner. Spost. Klopf. Was soll... So. Jetzt nochmal. Jetzt machen wir das nochmal. Ich weiß gar nicht, ob wir das zweimal oder dreimal machen müssen, aber ich glaube zweimal. So, da unten ist auch noch einmal Energie gewesen. Jetzt aber, ich sag euch, der, jetzt kriegt er eine Abreibung. Oh yeah, die Abreibung. Hm. Ich mash jetzt mal einfach, ne? Ich meine, er ist angeblich gut im Faustkampf. Indem er greift. Also, es scheint mir ganz so, dass du eine wirklich schwere Stadtneurose hast. Okay, so, einmal Energie. Ich kann nichts sehen. Ah, er ist schön. Er kann sich da rausdücken. Sehr schön. Ah. Da kannst du auch durch. Okay. Wow. Sag mal. Alter. Was zum Fick? Was zum Fick soll ich denn da machen? Der kann ja alles. Es ist voll dunkel, voll kämpft. Sei vorsichtig, wenn du gegen ihn kämpfst. Mach's am besten gar nicht.
Hier bist du woanders hin. Trink Bubble Tea oder sowas. Oh, nee. Das Spiel hat ein paar echt starke Balancing-Issues. Das muss man ja mal sagen. Aber ich muss ja gegen ihn in den Nahkampf. Was soll ich denn machen? Ihn anhusten und hoffen, dass er irgendeine Krankheit kriegt, die er nicht heilen kann, oder was? Alter. Es ist auch super witzig, diesen Part hier jetzt jedes Mal wieder neu machen zu müssen. Bleib doch in der zugeteilten Arena, bitte. Sag mal, was wird das jetzt hier? Bleib doch mal irgendwo. Entscheid dich mal. Digga. Wir sollten so sehr schniffen, wir. Schnürfenberger. Zong. Zong. Mann. Dieser Part, weißt du, der ist auch so langweilig. Also was ich mache, ist hinter ihm herrennen, ihn treten und dann hoffen, dass er da irgendwann jetzt mal runterkommt. Und im Faustkampf ist er einfach broken. Was ich mich frage, warum macht er denn diese Scheiße hier mit seinem Gleiter erst, wenn er sowieso im Faustkampf um so vieles besser ist? Song. Ich habe eigentlich gehofft, dass ich meine diese Energiepacks vorher nicht mitnehmen muss. Weil er ja im Faustkampf gefährlich ist und nicht vorsichtig sein muss. Komisch, wenn ich die Cutscene wegdrücke, dann redet er sogar tatsächlich mal zu Ende. Das ist Faszinierung. Oh, warte mal, hier ist noch extra Energie. Weil ich glaube, in das Gebäude kommt er nicht rein. Das nehme ich mit. Dann lasse ich die da oben nämlich erstmal liegen. Ja, genau. Und dann versuche ich weiterhin meine Mash-Taktik, weil offenbar was anderes, eine andere Möglichkeit habe ich nicht wirklich. Ich kann greifen. Na komm. Aber ich habe ihn jetzt schon besser. Darf ich jetzt aus deinem Scheißgriff raus? Hallo. Lass mich doch in Ruhe, du Spacken. Ich habe ihn gerade voll getroffen. Und hoch. Geh bitte hier raus. Danke. Er kann mich durch die Wände treffen. Seems fair. Weil seine Granaten einfach mal alles verfolgen. Na komm. Ja. Geht doch. Du bist ein ganz harter, hm? Lässt dein Flugding die Drecksarbeit machen. Logisch. Schau mir zu. Sehr schön. Das Ding ist, die Energie ist wiedergekommen. So, den Move hole ich mir jetzt auch noch. Kann ich gar nicht leiden. Ach, diese Moves, ne? Gut, dass sie so gut funktionieren. Und jetzt den schönen Spaß nochmal. Weil das so witzig war. Also rein theoretisch, ich bin da mit null Strategie reingegangen. Ich habe einfach gemasht. I was mashing today. I was mashing today. Ich habe auch das Gefühl, sein scheiß Gleiter hat jetzt mehr Energie oder so. Gibst du eventuell auf, wenn ich ja sah? Wenn ich ja sah? Ich finde das so schön, das Spiel cut einfach die Voice-Dialoge so einfach immer viel zu früh ab. Und zwar andauernd. Das ist mir mal so generell aufgefallen. Also immer so der letzte Buchstabe wirkt immer so abgehakt. So abgehakt. Wisst ihr, was ich meine? Diese Fights sind super witzig.
Sie machen super Spaß. Und wären in Spider-Man 2 einfach mal unmöglich. Wisst ihr warum? Weil ich keine Möglichkeit hätte, hier irgendwo zu schwingen. Schau mal. Steig doch runter von deinem, was auch immer. Von deinem Ding. Und schwing dein Ding. So, ich nehme noch die hier mit. Jetzt gebe ich mir wieder Powerfäuste und prüge die Scheiße aus dem raus, ganz einfach. So. Ja. Ich hab ihn jetzt schon tot, glaube ich. Die zweite Phase war ja jetzt mal lächerlich. Gefältiger Trottel, ich lege dir die Welt zu Füßen und du willst sie nicht. Aber deine Ideale treib ich dir schon noch aus. Erspar's mir, du bist fertig. Das glaubst du. Ich habe eine kleine Überraschung vorbereitet. In der gesamten Innenstadt befinden sich mit tödlichem Gas gefüllte Bomben. Was los ist, wenn die hochgehen, kannst du dir ja denken. Gut, dass das im Film vorkam. Eine Katastrophe verhindern oder eine Flucht. Es ist deine Entscheidung, Spider-Man. Ajusch. Ich darf ihn nicht entkommen lassen. Aber wenn die Dinger hochgehen, bleibt hier niemand am Leben. Die grüne Plage kommt später dran. Erst muss ich die Bomben finden. Jusch! Oh boy! The Void. Ja, so in etwa. Alter, das war die erste Phase. Ich habe auch das Gefühl, er hätte doch eigentlich bei der Hälfte seine Energie abhauen müssen, dass das ausgeglichen. Ich habe eben gerade vielleicht zweimal auf ihn eingeschlagen und er war tot. Mein, was zum... Das Angebot, da war überhaupt kein Angebot, nur mal so. Ich möchte das nur mal so erwähnt haben, da war nichts von wegen Angebot. Es war, er war am Ende einfach sehr pissig. So schaut's aus. Mein, er hat von Anfang an versucht, die Scheiße aus mir rauszuprügeln. Von Angebot war hier nirgends eine Rede. Und als er dann auch meinte, so von wegen, ich lege dir die Welt zu Füßen. Du hast mir Granaten zu Füßen gelegt, du Spinner. Gezündete. Nur mal so. Ich muss die Bomben entschärfen. Gut, dass das im Film war, nicht? Entschärfe die Bomben. Hab Spaß. Und so. Ach so. So war das. Oh, falsche Richtung. Ich frage mich, wie viel sie für dieses Product Placement bekommen haben. Ach so, falsche Richtung. Yeah. Ach, da ganz unten irgendwo. Ich meine, der Kompass, eine Karte wäre eigentlich nice. Also so eine, ich meine, eine richtige Karte. Ihr wisst schon. Ach, das war Energie. Hätte ich doch gar nicht gebraucht. So. Ah. Drei Dinge auf einmal? Hey, das geht nun wirklich nicht. Das geht, das, ich habe das Gefühl, das hätte von WeHawk kommen können. Dieses drei Dinger auf einmal, das geht nun wirklich nicht. Das könnte von Rüdiger, kommen. Von Mr. Rüdiger, ich mache keine LPs mehr, LP. Liegt da unten Energie? Sehe ich das da so ganz schwach? Nee, sehe ich nicht. Can't see shit. So, langweilig. Und da ist was. Hab ich. Wie auch immer ich andauernd jetzt hier gerade diese Dinger so gut treffe, aber... Just doing it. Just do it. Do it. Ja, ganz ehrlich, warum soll ich mich überhaupt mit... Hä?
Habe ich die eben gerade nicht deaktiviert? Ich war der festen Meinung, dass ich's hab. Bleibt den Scheinwerfer zu Ich verstehe jetzt gerade nicht, was da... Ich hab doch das Ding deaktiviert, oder? Das hat mich doch woanders hingelotst. Oder willst du mir sagen, dass ich da nur 10 Sekunden habe, was einfach mal im Grunde unmöglich ist? Bis zum nächsten Mal. Fuck this shit. Bis zum nächsten Mal, ja, Leute. Bah.